Hallo und willkommen bei Work in Progress. Dieses Mal geht es um meine Keynote in der Schweiz, einen neuen Generator für den 35C3 und eine Polaroid-Kamera. Viel Spaß! Tja, die letzten zwei Wochen ist nicht ganz so viel passiert, weil ich nebenbei noch ein Freelancing-Angebot angenommen habe, ein kleines, was ich bearbeite. Deswegen habe ich ein bisschen weniger Zeit für andere Sachen. Aber was ihr hier seht, ist ein Projekt, das ich kurz zwischengeschoben habe, das jetzt auch schon fast fertig ist. Das ist ein Generator, mal wieder, für den nächsten Chaos Communications Congress, den 35C3. Und das ist praktisch die Optik, die vorgegeben wurde für das Logo-Design, die beiden Farben, das ist ein Grün- und ein Blauton. Und die Deko-Elemente sind eben so ein Schaltkreis. Und ich dachte mir, es wäre voll nett, einen zu generieren. Besonders, weil ich auch vom C3 Post Office, das sind Leute, die stellen praktisch Postkarten bereit im Kongress, dass man sich untereinander wie Postkarten verschicken kann oder halt auch nach außen Postkarten verschicken kann. Die haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, auch irgendein dekoratives Cover für eine Postkarte zu machen. Und ich dachte mir, so ein Generator wäre witzig. Also theoretisch fallen jetzt dann auch ganz viele raus. Mal schauen, ob denen das gefällt und ob sie das dann auch drucken. So sieht der Generator aus. Man sieht schon das erste Problem, oder besser gesagt, man sieht es nicht. Eigentlich sollte hier nämlich noch eine Schrift auftauchen, was gerade nicht passiert. Wenn ich jetzt Neues generiere, ist sie auch da. Also immer beim ersten Mal laden ist der Font irgendwie noch nicht da. Das muss ich mir noch angucken. Ansonsten funktioniert es ganz gut. Es kommen halt praktisch immer so zufällige Schaltkreiszeichnungen raus mit unterschiedlichen Elementen, Lampen, Schaltern, Dioden, diverse Sachen und eben noch so Deko-Elementchen, das praktisch einfach noch so Deko-Ärmchen sind, aber die gab es in der Designvorlage halt auch und die lockern das Ganze ganz schön auf. Also es entstehen auch manchmal ein bisschen glitchy Abschnitte, aber es ist deutlich seltener geworden. Also manchmal passiert es zum Beispiel, wenn man einen Schalter hat und der liegt in der Box um den Text außenrum, dass die Linie geschlossen ist, weil praktisch zwei Linien da liegen. Also einmal, so wie sich hier abgebildet ist, richtig, und dann wird nochmal eine komplette Linie durchgezogen. Und ich befürchte, das bekomme ich auf die Schnelle jetzt und mit einfachen Mitteln nicht raus. Das passiert dann halt einfach, dass manchmal irgendwie Fehlerchen in der Zeichnung sind. Vielleicht machst du es aber auch ehrlich gesagt ganz sympathisch, dass manchmal Sachen einfach nicht so hinhauen. Okay, was kann man ansonsten machen? Eigenen Text eingeben. Zum Beispiel funktioniert. Man kann die Dicke der Linien verändern, wobei, also ganz fett sieht nicht mehr so schön aus und macht auch wenig Sinn, aber gerade im unteren Bereich ist es vielleicht noch ganz spannend, je nachdem wie groß man es drucken will, das vielleicht ein bisschen nach unten oder nach oben anzupassen. Und was mir dann noch besonders gut gefällt, ist, dass man die Schriftgröße anpassen kann. Ich mache mal kurz den Text wieder raus, damit diese Standardsprüche kommen. Weil, wie gesagt, je nachdem, wie groß man es druckt, macht es halt vielleicht mehr Sinn, eher einen großen Text zu verwenden. Oder wenn man es halt auf A4 drucken wollte oder so, ist vielleicht ein kleiner Text auch noch in Ordnung. Und dann kann man das halt auch anpassen. So, was auch noch geht, ist, man kann das Bild runterladen. Man könnte auch einfach hier Rechtsklick, Grafik speichern machen. Kommt gerade das gleiche Bild raus. Das möchte ich noch ändern. Ich möchte, dass eine höher aufgelöste Variante zum Download bereitsteht. Sonst macht es mit dem Drucken halt wenig Sinn, weil momentan sind es so 800 mal 600 Pixel grob und das ist ein bisschen wenig, einfach, um es zu drucken, also um es halbwegs groß irgendwo zu drucken. Und was auch noch geht, ist, man kann das Ganze die Linien praktisch dann als SVG runterladen, dann kann ich das bei mir in den Stiftplotter packen oder man könnte es auch zum Beispiel irgendwo reinlasern. Da gibt es aber auch noch einen Bug, der Zeilenumbruch geht dann nämlich hier kaputt in der Schrift. Das ist aber auch ein bekannter Bug von Paper.js, das ist dieses Framework, das ich da, JavaScript-Framework, das ich benutze, um das zu schreiben. Und ich habe in deren Issue auf GitHub auch schon vermutlich dann eine Lösung gefunden, um das zu fixen. Das sind praktisch jetzt noch so die kleinen Sachen, an denen ich jetzt dann die nächsten ein, zwei Tage ein bisschen schraube. Und dann ist der fertig, dann kann den jeder benutzen. Den gibt es dann auf 35c3.beliebtrack.de. Oder dann auch auf GitHub, wenn dann da der Link sitzt. Das kann ich dann auch drunter posten und das Video. Und ich hoffe, dass Leute den benutzen, um zum Beispiel auch sich Schilder zu drucken für ihre Assembly auf der Veranstaltung oder so. Das fände ich nett. Wie ich im Intro schon erwähnt habe, bin ich in die Schweiz nach Bern eingeladen worden, um da eine Keynote zu halten für eine
Lehrer- und Pädagogentagung für den Kanton Bern. Und es war eine sehr schöne Veranstaltung. Das waren ein bisschen über 100 Zuhörer da. Und ich denke, sie hatten viel Spaß. Ich habe auch gesehen, dass einige Fotos gemacht haben von meinen Folien. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass Leute das irgendwie so gut finden, hoffentlich, dass sie sich Fotos davon machen. Ich kann euch ja mal kurz zumindest so einen Mini-Abriss zeigen, was ich so erklärt habe. Ich habe mich am Anfang dreimal vorgestellt, einmal als Informatikerin, einmal als Hacker und einmal als Maker und habe halt die Begriffe ein bisschen etabliert. Die kennt ihr wahrscheinlich eh, da muss ich nichts dazu sagen. Und habe dann ein bisschen über Lernen in Online-Communities gesprochen. Früher hätte ich mich zum Beispiel als Autodidakt bezeichnet. Heute würde ich eher sagen, Community-Taught trifft es besser, weil das Lernen in Online-Communities ja ein Austausch ist und nicht nur ein reines, ich lese was und einer referiert vielleicht, sondern es ist ja immer ein Netzwerk mit sehr viel Austausch und Austausch ist der Fokuspunkt eigentlich, der beim ja, Dasein in einer Online-Community wichtig ist. Und ich habe hier noch so ein witziges Slide reingemacht. Ich lerne von dir und du von mir ist ja ein Ausschnitt aus diesem Intro-Lied von der alten Pokémon-Serie. Und das trifft halt genau den Kern, finde ich. Da habe ich ein bisschen erzählt, was man sich eben zum Beispiel alles irgendwie beibringen kann oder was das in meinem Fall so war. Da habe ich so eine Wortwolke gemacht. Und dann habe ich was erzählt von Pets und das finde ich tatsächlich ganz spannend. Das war, also ich habe überlegt, was meine erste Online-Community war, an die ich mich so erinnern kann. Und dann ist mir Pets eingefallen, dann habe ich mal ein bisschen nach dem Spiel gegoogelt und dann auch Beiträge von anderen, also ja, so Blogbeiträge und Texte von anderen gefunden, die darüber schreiben, über eben jene Community, um dieses Spiel. Und das Spiel ist praktisch ein ja, Tamagotchi. Man kann Hunde adoptieren, Katzen adoptieren und kann die streicheln und mit denen spielen. Und man kann sie auch züchten, also wenn man ein Männchen und ein Weibchen hat und man spielt sehr lange mit den beiden, dann kommt irgendwann sein Herzchen, dann gibt es Nachwuchs, also alles sehr niedlich. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Und was mir jetzt im Nachhinein eben klar geworden ist, und deswegen steht da Hexing in Anführungszeichen, das war nämlich der Begriff für das Manipulieren von Spieldateien mit einem Hex-Editor, deswegen Hexing. Man konnte nämlich gerade an den Hunde- und Katzenrassen drehen, um neue Rassen zu erzeugen. Das war super witzig. Und die wurden dann halt getauscht und die einzelnen Tiere wurden natürlich auch getauscht. Und so entstand eben diese Community. Und ich saß also als 10-jähriges Mädchen vor einem Hex-Editor und habe Dateien geändert. Und diese Community bestand halt auch größtenteils aus jungen Mädchen. Und wenn man also mal zurückblickt, dann gab es in den 2000ern eine Hacking-Community, die praktisch nur aus jungen Mädchen bestand. Und das finde ich schon irgendwie erwähnenswert und ziemlich witzig. Und hätte mir damals jemand gesagt, dass ich da im Endeffekt hacke, dann hätte ich mir halt 10 Jahre später nicht irgendwie überlegen müssen, ob Informatik wirklich der richtige Studiengang für mich ist. Ja, so viel zu Pets. Dann erzähle ich noch ein bisschen was, warum ich angefangen habe, Lernvideos zu machen. Die kennt ihr vielleicht auch von mir. Wo ich immer so Screencasts oder immer momentan ja nicht mehr so viel, aber Screencasts aufzeichne, wie bestimmte Algorithmen funktionieren, die finden ja doch immer noch recht viel positiven Anklang. 4 Beispiele mitgebracht von netten Kommentaren, die ich bekommen habe. Kommt natürlich auch immer ab und zu mal Quatsch, aber tatsächlich eigentlich ziemlich wenig. Und dann habe ich noch das Beispiel hier gebracht. Ich habe gefragt, was ist denn das? Und es ist ja auch tatsächlich, vielleicht auch gerade als Pädagoge, der jetzt ja nicht Informatiker ist, sehr schwer zu erkennen. Oben, das ist Assembler. Das ist eine sehr hardware-nahe Programmiersprache. Die besteht dann eben links aus Anweisungen und rechts sind es dann eben Werte oder Speicherbereiche oder Variablen, auf denen der Befehl dann halt ausgeführt wird. Und dann war die Frage, was ist denn das unten? Und da kam sogar praktisch jemand drauf, zumindest hat er sich im Nachhinein gemeldet, oder sie, das ist nämlich ein Strickmuster. Also das ist eine Schreibweise, wie man Strickmuster beschreiben kann. Und die funktioniert halt sehr, sehr ähnlich zu einer Programmiersprache. Man hat auch immer Anweisungen. Ich kann es leider selber nicht so ganz toll lesen, aber K ist im Normalfall NIT, und also für eine normale rechte Masche. Und die Zahl danach halt wie viele. Dann gibt es auch noch Klammern und Sternchen. Und das ist dann ähnlich zu regex. Also man beschreibt halt Wiederholungen oder im Endeffekt beschreibt man, glaube ich, immer Schleifen und kann auch so
eine Art Abbruchbedingungen noch irgendwie beschreiben. Also praktisch, wenn du am Ende angekommen bist, dann stricke noch diese drei Maschen. Genau. Und ja, mein auch etwas witzig gemeintes, aber auch naja, vielleicht auch irgendwie ernst gemeintes Fazit war dann, dass eigentlich alle Omis, die stricken und diese Strickmusterschrift lesen können oder konnten, halt auch Programmierer sind. Zumindest könnten sie Code gut lesen, vermutlich. Und ja, also Programmieren und Code versteckt sich halt auch in unerwarteten Momenten. Und dann ging es eigentlich weiter und ich habe noch ein bisschen diverse Projekte vorgestellt einfach. Da kann ich mal ganz kurz drüber gehen. Das hier ist Jugendhakt, findet bei uns in Ulm jetzt zum Beispiel nächste Woche statt. Dann gibt es noch Jugendhakt Vernetzte Welten mit dem Goethe-Institut zusammen. Das war ja die letzten Jahre, zwei Jahre, immer praktisch ausgelagerte Jugendhakt-Veranstaltungen mit unterschiedlichen Kulturen in asiatischen Ländern. Ich war ja zum Beispiel in Tokio. Dann habe ich noch den Begriff Civic Tech erklärt und Luftdateninfo. Da habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht über Feinstaubsensoren, die man sich selber bauen kann, wo jeder also selbst messen kann. Ich habe Code for Germany vorgestellt, wo ja auch lauter Projekte entstehen, die irgendwie für die Gesellschaft und für die Allgemeinheit nützlich sind. Ich habe LoRaWAN vorgestellt und das hatte Bern nämlich auch und das kannte dort niemand. Das war, glaube ich, ganz cool, dass ich das mal erwähnt habe. Das ist ein Funknetzwerk, wo jeder drin funken darf. Und das bedeckt halt ganze Stadtgebiete im Normalfall oder ganze Städte oder auch die Umgebungsorte auch noch. Man kann irgendwie, also man funkt halt auf einer super niedrigen Frequenz und kann deswegen sehr weit funken, aber halt sehr wenig, also sehr wenig Daten übertragen. Deswegen eignet sich das gut für Sensoren. Das habe ich noch erwähnt. Dann habe ich noch in Ulm von unserem Hackerspace, von dem Verschwörhaus gesprochen. So, hier haben wir zum Beispiel einen Schnitt aus Holz. So, da wollte ich eigentlich keinen Ton haben. Ich habe halt auch noch hier von unserem Maker-Mann, der im Verschwörhaus gesprochen und habe da ein bisschen was erzählt, was man da so bauen kann und mit welchen Mitteln. Und über generative Kunst und meine Stiftplotte habe ich gesprochen, den Beetle-Spot habe ich vorgestellt und ganz zum Schluss noch Turtle Stitch, das ist auch ein sehr schönes Projekt. Da kann man mit Scratch, das ist ja so eine ganz simple Bauplötzchen-Programmier-Lernumgebung, kann man eben Muster programmieren und die dann auf der Stickmaschine direkt sticken lassen. Das ist halt sehr cool, wenn man gerade Workshops mit Kindern macht, dass die direkt was haben, was sie wieder mit nach Hause nehmen können. Ja, und dann hatte ich zum Schluss noch mehr Kästen mitgebracht. Der erste war, die Kinder auch einfach mal machen lassen, eben in Bezug darauf, dass ich halt ja, und auch viele andere, die ich kenne, ihre ersten Schritte in die Informatikwelt eigentlich im Zusammenhang oft auch mit Computerspielen und Manipulation von Computerspielen gemacht haben. Oder halt auch, ja, ein bisschen Website-Programmieren, HTML, CSS gelernt haben, weil sie in einer Online-Community waren und halt sich selbst präsentieren wollten. Dann fängt man halt an, eine eigene Homepage zu bauen und solche Sachen. Also auch Kinder einfach mal selber entdecken lassen und machen lassen, finde ich ganz wichtig. Und dann finde ich halt auch wichtig, dass man wertschätzt, was Kinder tun. Wenn man sich halt zum Beispiel mal anschaut, viele, ja, weiß ich nicht, zumindest vor ein paar Jahren noch, Kinder und Jugendliche spielen ganz viel Minecraft. Und für die Eltern sieht es halt vielleicht so aus, als zocken die halt nur irgendein Spiel. Aber in Wahrheit bauen die vielleicht auch mit anderen zusammen wahnsinnig tolle Städte auf und sind total kreativ. Oder bauen mit, Redstone, genau, mit Redstone-Schaltungen oder so. Also, und deswegen meine ich, man muss wertschätzen, was die Kinder tun. Auch wenn man vielleicht nicht so ganz nachvollziehen kann, was da gerade passiert. Ja, das habe ich also vor 100 Lehrern irgendwie erzählt und habe danach noch nette Fragen bekommen. Und viele wollten sogar Sticker vom Beetle-Spot haben. Also war eine wirklich schöne Veranstaltung und habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ja, kürzlich habe ich in einem Laden in unserem Dorf, der insolvente Firmen aufkauft und dann den ganzen Krempel wieder sehr günstig verramscht, eine total eingestaubte Polaroid-Kamera gefunden. Also wirklich schlimm verstaubt. Und die habe ich mitgenommen. Ja, die konnte ich da schlecht liegen lassen. Und ich probiere die jetzt hier gerade mal aus. Wenn man oben drauf drückt, fährt der Blitz aus und dann geht sie auch an. Die hat Autofokus. Und ich war mir nicht so sicher, wie nah sie überhaupt fokussieren kann. Das teste ich jetzt hier mal aus. Und das hier oben ist natürlich der Selbstauslöser, den habe ich auch vorher noch nie ausprobiert. Deswegen dachte ich, ich mache das jetzt auch mal. Und der blinkt jetzt für ein paar Sekunden und löst dann aus. Und da haben wir unser Bild. Ganz witzig, was man auch gerade gesehen hat, am Anfang
stülpt sich so eine Art Film über das Foto, um es in den ersten paar Sekunden noch vor Licht zu schützen. Das hilft wohl bei der Entwicklung, sagt zumindest das Handbuch des Films. Filme dafür kann man noch kaufen, die sind wahnsinnig teuer. Und ich habe jetzt hier mal die Entwicklung stark beschleunigt, damit ihr die euch mal angucken könnt. Und naja, nachdem das Foto nicht so toll geworden ist, weil er auf die Entfernung nicht so wirklich fokussieren konnte, habe ich einfach nochmal eins von meiner Katze geschossen und auch nochmal die Entwicklung schneller gemacht. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also toll sind die Fotos irgendwie nicht, vor allem im Vergleich zu der Instax, die ich eben kürzlich in meinem Japan-Trip für noch weniger Geld mitgenommen habe. Da sind die Filme viel billiger, die Fotoqualität ist viel besser. Man könnte es für die Polaroid auch positiv formulieren und sagen, die Fotos haben viel mehr Vintage-Look. Und was mich eigentlich am meisten ärgert, sind diese Schlieren in den Polaroid-Fotos. Das ist ein Problem beim Entwickeln. Das Entwicklungsprinzip ist anders zwischen den beiden. Ich kann es leider nicht erklären, aber das Polaroid-Prinzip basiert darauf, dass Chemikalien in kleinen Kapseln in dem Film liegen und dadurch, dass das Foto über zwei Walzen ausgeworfen wird, wird das aktiviert. Und irgendwas an den Walzen passt nicht. Also ich sehe keine Verschmutzung auf den Walzen, aber es entstehen trotzdem diese Schlieren. Es kann auch sein, dass der Film zu alt ist. Aber der Film ist jetzt in etwa 2 Wochen alt und liegt praktisch seit 2 Wochen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie alt er ist. Das ist natürlich auch die Frage. Also ich habe ihn vor 2 Wochen gekauft online und er ist jetzt 2 Wochen in der Kamera. Es kann sein, dass der Film das nicht so toll verträgt, weil auf dem ersten Foto, das ich gemacht habe, waren diese Schlieren nicht... Also ganz, ganz leicht da, aber nicht bei weitem nicht so schlimm wie jetzt hier. Vielleicht vertragen das die Polaroid-Filme einfach nicht, irgendwie ein paar Wochen in der Kamera zu liegen. Was mich bei Polaroid auch sehr ärgert, ist, dass die Akkus in die in die Fotokassetten verbauen. Das finde ich einfach mal, also kann ich gar nicht in Worte fassen, wie blöd ich diese Idee finde. Das ist ja die mega Energieverschwendung, das da reinzubauen. Das finde ich einfach Quatsch. Also mein Fazit ist praktisch, lieber eine Instax nehmen, kommen irgendwie die schöneren Bilder raus, die Fotos sind billiger und von den Instax gibt es ja auch großformatigere. Ich habe jetzt ja hier diese Mini, da gibt es aber auch nochmal die Wide und ich glaube, die sind dann fast so groß wie die Polaroid und gefühlt hat man da weniger Aufwand mit. Aber trotzdem schön zu sehen und diese beiden Techniken auch mal verglichen zu sehen nebeneinander. Das war's soweit von diesem Work in Progress. Ich habe noch eine Bitte an euch zum Schluss. Ihr habt ja am Anfang den Generator gesehen. Und wenn ihr Ideen habt, was für Wörter da witzig wären, also man bildet ja praktisch immer Sätze, das mit Memories aufhört. Das Thema heißt ja Refreshing Memories. Und wenn euch da nette Sachen einfallen, dann schreibt mir die. Oder geht auf das GitHub-Repository von dem Generator und macht einen Pull-Request und fügt da einfach ein paar neue Sätze hinzu, damit der Generator da mehr Auswahl hat. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!